Welcome to City Church. We're very happy to be together today with all three congregations and to celebrate baptismal service, where individuals will be saved by going into water, coming out of the water. I have died with Christ. I belong to Jesus. He is my Lord and Savior. If you're here for the very first time, we want you to feel very, very welcome. We love being in this church. I hope you sense our love and our joy. Great to have you here, and we're looking forward to a very, very blessed service. Me dijeron ellos dos, pero como no entendí nada, lo voy a hacer libremente. Muy bienvenidos. Es una alegría para nosotros que puedan estar aquí compartiendo esta reunión de hoy con nosotros. Es un día especial. No es que somos locos y tenemos aquí una piscina dentro de la iglesia, sino que hoy tenemos un día especial donde hay gente que ha decidido bautizarse y dar un paso más en su vida espiritual. Si estás por primera vez aquí, queremos que te sientas cómodo, esta es tu casa. Y bueno, después queremos compartir un rato más contigo. Que Dios los bendiga y muy bienvenidos. Wir haben heute ein bisschen außergewöhnliche Situation. We have an unusual situation today. Weil normalerweise stehe ich auf dieser Seite. Because normalerweise, usually I stand on this side. I stand on this side. Und übersetze hier Pastor Dan. And I translate for Pastor Dan. Aber heute ist es mal andersrum. Today it's the other way around. Und ich mache ihm das heute richtig schwierig. I'm going to make it very hard for him today. Was? Nein. Hans, komm du rauf bitte. Ja. Für die mich nicht kennen, mein Name ist Robin. For those who don't know me, my name is Robin. Und ich bin der Pastor für junge Generation hier in der City Church. I'm the pastor of the younger generation here in the City Church. Und das ist Dan. And this is Dan, the pastor of the older generation in the church. Er ist der Pastor für die Älteren. Yeah, the pastor for the older ones. Yeah, yeah. Okay, ich stelle mich jetzt doch mal hier auf diese Seite. Hörst du mich dann immer noch? Okay, he's going to try it that way, but acoustically, yeah, from the older generation, right? Acoustically, not so easy. Yeah, yeah. Okay. Ach du Mensch, I haven't seen this, so I'm saying, okay, very good. Yeah. Ich freue mich voll, heute predigen zu dürfen. I'm very happy to be able to preach today. Das Thema heute heißt, drei Dinge, die dir wahrscheinlich noch keiner sagen wollte. Okay, our theme today is three things that probably no one wanted to tell you. Das hört sich ein bisschen nach einem komischen Titel an. Okay, well. Das hört sich ein bisschen nach einem komischen Titel an. Yeah, that sounds like something very strange. Aber nach dem letzten Mal, als Hans seine Predigt nannte, Dinge, die der Pastor will, dass du vorher noch weißt. But it's like what Klaus preached on last time. Noch einmal. Und der Titel war Dinge, die der Pastor will, dass du vorher noch weißt. Pastor wants you to know in advance. Dachte ich mir, der Titel ist gar nicht so schlecht. So I said, that's such a bad title. Wenn ich mich euch hier vorne so anschaue, when I look at you here in front, dann kommt ihr mir so ein bisschen vor wie der Typ hier. It makes me think of this individual here. Total begeistert. Fully excited, vital. Total happy. Happy. Ihr freut euch richtig. Really joyful about the situation. Ihr habt schon eure Badeessenz mitgebracht. Did you understand that once ihr habt eure Badeessenz. Ich muss näher stehen. Ich stehe hier. Okay. Preach. Ja. Ich muss akustisch. Ihr habt eure Badeessenz mitgebracht. Yeah, I'm ready to get in there. I brought some bathing salts and we can get in there later. Yeah, right. Und ihr freut euch einfach, euer Leben mit Jesus richtig durchzustarten. You're so excited about beginning your life with Jesus Christ in a very clear way. Und das ist wunderbar, dass ihr jetzt so aussieht. And it's wonderful if you look that well like that. Und ich sah auch mal so aus. And I looked that way once too, so. Manchmal sehe ich auch morgens so aus. And sometimes in the mornings I look that way. Aber es gibt so ein paar Dinge, but there's a few things, die hätte ich mir gewünscht, vorher zu wissen. That I wish I had known beforehand. Und darum geht diese Predigt, dass ich über diese Dinge reden möchte. And that's what this message is about, to preach about these things that I wish I had known before. Die ich mir gewünscht hätte, dass dir jemand gesagt hätte, als ich so aussah. That I wish someone would tell me that I was going to look like when I look like that. Damit ich nachher nicht so aussehe. So that it wouldn't look like that afterwards. Okay. Seid ihr bereit für diese drei Dinge? So are you ready for these three things? Okay. Das erste, was ihr unbedingt wissen müsst. The first thing that you really need to know. Dass die Gemeinde ein echt chaotischer Ort ist. That the church is a really messy place. Your congregation, right? Yeah. Is a really messy place, right? Yeah. Also natürlich nur die deutsche Gemeinde, die englische Gemeinde ist ein super aufgeräumter Ort. Was meine ich damit? Damit meine ich nicht, dass es hier manchmal unaufgeräumt ist. What do I mean by that? I don't mean that it's kind of, you know, things are not in order sometimes here. Oder dass so ein paar Kekskrümel auf dem Boden liegen. That's just, you know, kinds of crumbs and things on the ground.
sondern dass die Leute, die hier in der Gemeinde sind, that those people who are in the church, doch gar nicht so perfekt sind. Are actually not so perfect. Und dass die Pastoren, die hier vorne stehen, and that the pastors who stand up here in front, auch nicht so perfekt sind. Yeah, those who are in front, right? They're not so perfect either. Und ich weiß, wahrscheinlich bist du noch in dieser Phase. And I imagine that you're still in this phase. Und denkst dir, yeah, City Church. And you think, wow, City Church. Das ist der perfekte Ort. That's the perfect place. Oh Mann, die Pastoren, sind die nicht wunderbar? The pastors are wonderful. Oh Dan, ich liebe Dan. I love Dan too. Yeah. Und Robin, der ist eigentlich auch ganz lustig. And Robin, he's really a cool dude, yeah. Und Hans ist auch okay. And Hans is okay, yeah. Yeah. Und die Leute sind immer so freundlich, die, wissen immer, so friendly, die wissen immer meinen Namen, die grüßen mich immer, they say hello to me, fragen mich immer, wie es mir geht. They ask me how I'm doing. Und ich hatte noch nie einen Streit mit irgendjemand hier in der Gemeinde. I never have had any kind of a struggle or fight with anybody in the church. Ich muss dich leider enttäuschen. I'm gonna have to disappoint you. Das ist nicht immer so. That isn't always so. Gemeinde kann nämlich auch ganz anders sein. A church can look really different. Und ich möchte, dass ihr euch darüber nicht wundert, denn Jesus hat genau diese Art von Leute in die Gemeinde eingeladen. It shouldn't surprise you because Jesus has called these people, these kinds of people specifically into the church. Schauen wir, was Jesus gesagt hat. Let's see what Jesus has said. Jesus sagte einmal, die Gesunden brauchen keinen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, um Sünder zur Umkehr zu Gott zu rufen und nicht solche, die sich sowieso für gut genug halten. Jesus said once, he said, people who are all well do not need a doctor, but only those who are sick. I have not come to call respectable people to repent, but outcasts. Also, Jesus ist in diese Welt gekommen, nicht um einen Ort zu schaffen, wo irgendwie perfekte Leute zusammenkommen und irgendwie alles perfekt ist und immer alles rund läuft. Jesus didn't come into the world to find a place or to establish a place where only perfect people can be found. Sondern er ist gekommen, um die unperfekten Menschen zu rufen. But rather he came to call those who are not perfect. In einem anderen Vers sagt er, kommt alle zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet, ich werde euch Ruhe geben. In another place he has said, come to me all you who are weary and burdened and I will give you rest. Die Menschen, die hier sind und die Pastoren, die hier sind, sind alles Leute, die auch ab und zu und immer wieder eine Last haben, die sie mit sich rumtragen. The people who are here and the pastors who are here, all people who sometimes have a burden. Und die es Jesus abgeben müssen. And the burden that they need to give up to Jesus. Und das ist oft ein Prozess, der nicht gleich passiert. And that actually is a process because it doesn't always happen immediately. Und deswegen ist Gemeinde ein Ort, an dem kranke Menschen zusammenkommen, an dem unperfekte Menschen zusammenkommen und Leute, die eine Last in ihrem Leben haben. And that's why church is a place where people who are sick and needy come and are able to give up their burdens. Und das kann manchmal echt chaotisch sein. And that can in fact sometimes be chaotic. Und das zeigt sich an den Leuten, mit denen Jesus unterwegs war. And you can see that when you look at the people who accompanied Jesus. Das waren alles Leute, die später in der ersten Gemeinde waren. These were all people that were in the first church. Maria Magdalena. Mary Magdalene. Man sagt, sie hatte 7 Dämonen, die war besessen. We read that she had 7 demons. She was possessed. Oh Mann, die hat echt ein Paket mit sich rumgetragen. She had to really carry a big bag on her shoulders. Und Jesus hat sie frei gemacht. And Jesus had freed her. Aber wahrscheinlich gab es auch im Nachhinein immer wieder auch Schwierigkeiten. But no doubt there were also repercussions later that she had to deal with. Zacharias, ein Zolleinnehmer. Zacchaeus was a tax collector. Ihr wisst, es gibt Zolleinnehmer und Sünder, ja? You know there are tax collectors and sinners. Zolleinnehmer ist noch eine Stufe schlimmer. Yeah, but they really go together, okay? Yeah. Ja, jemand, der von seiner Habgier befreit werden musste. He had to be freed from his what's the word for greed? Greed. Thank you for his greed. Yeah. Die Donnersöhne Jakobus und Johannes. The sons of thunder, James and John. Warum hatten die wohl so einen Spitznamen? Das waren 2 Jünger von Jesus. How come they had that name? Das waren richtige Radaumacher. They were really strong men. Die waren impulsiv. They were impulsive. Und die waren selbstgerecht. They were very self-justified. Als sie an einem Ort kamen, wo sie Jesus nicht annehmen wollten, when they came to a place where they didn't want to receive Jesus, haben sie gesagt, Jesus, lass doch Feuer regnen auf die. So, yeah, he said, Lord, help, you want us to rain down fire on these people. Und Jesus war nur, and Jesus thought, come on, guys. Leute, echt? Yeah. Was habt ihr gecheckt? Yeah, what's wrong with you? Yeah, come on. Petrus. Peter.
Er war jemand, der ganz groß den Mund aufgemacht hat und gesagt hat, ja, ich mache alles für Jesus. He was someone who had a great big mouth, right? He always said, I follow Jesus, I'll always follow Jesus. Aber als sie ihn gefragt haben, kennst du Jesus? But as they asked him, do you know Jesus? Nein. No. No, das waren die Leute der ersten Gemeinde. So these are the people of the first church. Das war bestimmt nicht leicht. That for sure wasn't easy. Deswegen ist es wichtig, dass ihr wisst, Gemeinde kann ein chaotischer Ort sein. So it's important that you know that the church can be a chaotic place. Weil wir alle auf einem Weg sind. We're all on the way, on the path. Und das bringt mich zu meinem zweiten Punkt. And that brings me to my second point. Weil auf diesem Weg wollen wir geistlich wachsen. Because along this way we want to grow spiritually. Und wir wollen frei werden von all diesen Dingen, die uns festhalten, that hold us back. Und der zweite Punkt ist, das ist wichtig, dass ihr wisst, dass geistliches Wachstum wird wehtun. So the second point is spiritual growth will hurt. Ich will dich nicht enttäuschen, aber wenn du hier am Sonntag da bist, I don't want to disappoint you, but when you're here on Sunday, und du hörst eine wunderbare Predigt, and you hear a wonderful message from Dan. Thank you. Nur von Dan. Only from Dan. Yeah. Und der Lobpreis ist super. And the praise and worship is wonderful. Oh Mann, und du bist voll im Heiligen Geistzone. Yeah, you just feel full of the Holy Spirit. Das ist kein geistlicher Wachstum. That's no spiritual growth. Das ist wichtig, das gehört dazu. It's important, it's part of it. Und du nimmst geistliche Nahrung auf, aber das ist kein Wachstum. Yeah, so you get spiritual nutrition, but it's not growth as such. Die Realität des geistlichen Wachstums fängt da an, wo es anfängt, unangenehm zu werden. Yeah, spiritual growth begins at that point where you are uncomfortable, where it becomes difficult. Und Jakobus spricht darüber. Er sagt, liebe Brüder und Schwestern, betrachtet es als reinen Grund zur Freude, wenn euer Glaube immer wieder auf vielfältige Art und Weise hart auf die Probe gestellt wird. So, James says, consider it pure joy, my brethren and sister, or brothers and sisters, another version. Whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance, let perseverance finish its work, that you may be mature and complete, not lacking anything. Ich weiß nicht, was für ein Typ du bist. I don't know what kind of a person you are. Aber ich persönlich. But I personally. Finde, es ist eine super Woche. I think it's a wonderful week. Wenn ich keine Probleme habe. When I have no problems. Vielleicht bist du da ja anders und wachst morgen auf und denkst, ja, Probleme. Maybe you're different. You think, oh yes, problems. Aber um ehrlich zu sein, ich finde es super, wenn ich weiß, diese Woche wird alles richtig schön geschmeidig laufen. But the fact is that I think it's great when I go through a week and there's no problems. Probleme sind nicht unbedingt etwas, was bei mir als erste Reaktion Freude auslösen. Problems are not what the first thing that caused joy in me to awaken. Aber Jakobus sagt hier was völlig anderes. But Jacob. James says something fully completely different. Er sagt, das ist der reine Grund zur Freude, wenn du hart auf die Probe gestellt wirst. He says it's the greatest joy when you face trials. Und er sagt auch warum? Denn durch solche Bewährungsproben wird euer Glaube fest und unerschütterlich. And he says why? Because through the testing of your faith and your faith will be strong and it will be, what does it say there? Perseverance. Yeah, produce perseverance. Bis zuletzt sollt ihr so unerschütterlich festbleiben in der Beziehung zu reifen Christen werdet. And so you should allow trials to have their work so that at the end you may be mature and complete and not lack anything. Also Jakobus sagt, wenn du Herausforderungen in deinem Leben hast, und die wirst du haben. James says, when you have challenges in your life and you will have them, dann freu dich. Then rejoice. Weil Gott möchte deinen Glauben zu einem reifen Glauben machen. Because God wants to turn your faith into a mature faith. Und es ist spannend, diesen Begriff, den ihr hier benutzt, hart auf die Probe zu stellen. And I find it really interesting to see this phrase here, to be tested. Und ich habe mir mal angeschaut, was dieses Wort bedeutet und habe das Griechisch nachgeschlagen und alle möglichen Lexikas. And so forth. Was Pastoren so machen in ihrer Freizeit, that's Griechisch lesen. That's what pastors do in their free time, right? Looking into Greek meanings. Und dieses Wort, was hier benutzt wird, um auf die Probe zu stellen oder etwas zu prüfen. And this word here, to be tested or to be tested. Yeah. Ist ein Wort, was auch benutzt wird bei Silber- und Goldschmieden. Okay, it's a word that's used when you test silver or gold. Wenn sie prüfen wollen, wie rein ist das Silber und das Gold. You're trying to test how pure these metals are. Und wisst ihr, wie sie das machen? You know how they do that? Ich habe mal ein Bild mitgebracht. Okay, here's a picture. Yeah. Ja. Hier haben wir Silber. Okay, here we have silver. Und der Schmied, der macht das richtig, richtig heiß. And the gold schmied makes that really, really hot, okay?
Richtig heiß. Silver Smith, Smith, right. The silversmith makes it really, really hot, okay? Und was passiert, wenn das Silber richtig heiß wird und eine gewisse Temperatur erreicht? And what happens when the silver is becomes really hot to a very high temperature? Irgendwann fangen an, alle Unreinheiten nach oben zu kommen. Yeah, the impurities start to rise to the top. Und wenn die dann da oben sind, macht der Schmied Folgendes. Then what does the smith do? Er nimmt so eine Spachtel. It takes some kind of an instrument. Spatula. Spatula, no, spatula is for cooking anyway. It's und okay. Er kratzt die Unreinheiten ab. And he scrapes off that upper crust. Und wisst ihr, das macht er nicht nur einmal. He doesn't do it just once. Das macht er immer und immer he does und it time and time again. Wieder. Und wisst ihr, manchmal wird das auch so in eurem geistlichen Leben sein. And you know, it's often the same way in our spiritual lives. Gott wird so richtig mal die Temperatur aufdrehen. God, you know, makes the temperature rise in our lives. Und es wird heiß. And it becomes very hot. Und du sagst, Gott, das ist so heiß. God, it's too hot. Der Schmied wird das so oft wiederholen, bis das irgendwann so aussieht. So the smith will continue doing that until it looks finally like this. Und wisst ihr, wann der Schmied weiß, dass es fertig ist? And you know when the smith knows that it's done, it's ready? Wenn er sein Spiegelbild darin wiedererkennen kann. When he can see his face reflected in the silver. So ist das mit Gott. And the same thing with God. Immer wieder wird es heiß in deinem Leben werden. Und du hast zwei Möglichkeiten, wenn es heiß wird. Time and again it'll be hot in your life and you have two options. Du kannst sagen, Gott, warum? Warum you passiert say, God, das in meinem Leben? Why must it be this way? Mach, dass es wieder weggeht. Let it go away. Und dann geht es weg und die Unreinheiten gehen wieder runter und verstecken sich. Yeah, it goes away, but then you don't really grow. You just stay where you are. Oder du kannst sagen, Gott, das ist echt unangenehm. Or you can say, Lord, this is so uncomfortable. Aber ich weiß, es ist gut. But I know it's good. Danke, dass du mir aufzeigst, dass da noch Dinge in mir sind, die nicht in Ordnung sind. Thank you for showing me that there are things in my life that are not really in order. Jetzt nimm es fort. Take them away. Nimm es fort. Take them away. Und das macht er so lange, bis er sich selbst wieder drin in dir sieht. And he continues to do that until he can see himself in our lives. Und das ist der Weg, den du gehst, dass du eines Tages so bist wie Jesus. And that's the way that you go, the way he takes you, so you would one day be like Jesus. Und wenn du diesen Weg gehst, immer mehr zu werden wie Jesus. And you follow this path to be more and more like Jesus. Das führt mich zu meinem letzten und dritten Punkt. We come to our last and third point. Dann entscheidest du dich für einen ganz besonderen Lebensstil. Then you make the decision to follow a certain lifestyle. Du entscheidest dich für ein Leben als Exilant. Okay, you choose or you're choosing the life of an exile. Das Leben eines Außenseiters. The life of an outsider. Das hört sich erstmal überhaupt nicht cool und toll an. Doesn't sound very cool, does it, at first? Das ist nicht so cool, auf Instagram zu posten, ich bin Außenseiter. And imagine, in Instagram saying, I'm an outsider. Hashtag Außenseiter. Hashtag, yeah, outsider, okay. I don't use those things. Wo kriege ich diesen Begriff her? Petrus in seinem Brief schreibt so die Christen an. So where does this term come from? Peter writes in his letter, his epistle, he writes the Christians. Im ersten Petrusbrief. In the first letter of Peter, schreibt der Petrus, Apostel Christi, an die von Gott Erwählten, die als Fremde, in Klammern Exilanten in dieser Welt, über die Provinz Pontius, Galatien, Asien, Bithynien, die mitten unter Menschen leben, die nicht an Christus glauben. So he writes, Peter, an apostle of Jesus Christ, to God's elect exiles, scattered throughout the provinces of Pontius, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia, to those who live amongst people who do not know Christ. Falls du es nicht weißt, du bist damit gemeint. And in case you don't know it, this means you. Vielleicht hast du es noch nicht gemerkt, aber du lebst mitten unter Menschen, die nicht an Christus glauben. Maybe you haven't noticed it, but you live among people who don't know the Lord Jesus Christ. Und Petrus sagt, wenn das der Fall ist, dann bist du ein Fremder in dieser Welt. And Peter says, when that's your case, that you live as an exile in this world. Und als Petrus das sagt, hat er die Geschichte von Israel in seinem Kopf. And when Peter writes this, he has the story of Israel in mind. Denn er beendet den Brief mit den Sätzen, die Gemeinde hier in Babylon, die genauso von Gott auserwählt ist wie ihr, sendet euch Grüße. Because he ends the letter by saying, she who is in Babylon, chosen together with you, sends you her greetings. Das heißt, Petrus erinnert an die Situation, als Israel im Exil in Babylon war. So Peter always has this image of Israel in exile in Babylon.
Und er vergleicht das mit der Situation, wie man als Christ in dieser Welt lebt. And he compares that with the situation that Christians face in this world. Und das ist sehr spannend. And that's really kind of exciting. Das ist ein aktuelles Foto von Babylon. Gibt's nicht. Nicht schlecht. Vielleicht kennt ihr die Geschichte. Maybe you know the story. Das halbe Buch Daniel, ja, dreht sich darum, was es bedeutet, im Exil zu leben. Half of the book of Daniel has to do with what it means to be in exile. Und wisst ihr, es gibt zwei Arten und Weisen, wie du ein Volk einnehmen kannst oder ein Land einnehmen kannst. And there's two ways that you can conquer a people or a country. Das erste ist es durch militärische Macht und First erobern. Way is through military might. Das ist hier passiert, ja. Israel wurde eingenommen. And that's happened here. Israel was conquered militarily. Aber dann kam der zweite Schritt. But then comes the second step. Eine Gruppe von Männern, Daniel und seine Freunde, wurden mit nach Babylon genommen. A group of young men, including Daniel, were brought to Babylon. Und dann wurden sie konfrontiert mit etwas, mit dem wir alle jeden Tag konfrontiert werden. And then they were confronted with something that we're all confronted with in daily life. Einer völlig anderen Kultur. A fully different, a completely different culture. Und das ist die zweite Art, wie du ein Volk einnehmen kannst durch Kultur. And that's the second way that you can conquer a people through culture. Und die ganze erste Hälfte vom Buch Daniel dreht sich eigentlich nur darum, wie diese Männer dort in Babylon leben. The first part of Daniel is all about how these young men lived in Babylon. Und sie ein Gegenpol zur Kultur sind. And they became the opposite of the culture that was there. Und wir leben als Christen in einer sehr ähnlichen Situation. And we live as Christians in a very similar situation. Wir lesen es in Daniel ganz am Anfang. Das Erste, was sie tun sollen, ist, sie sollen unsere Sprache lernen und in den babylonischen Schriften unterrichtet werden. Gib ihnen jeden Tag Speise und Wein von der königlichen Tafel. Sie sollen das gleiche essen und trinken wie ich. Nach dreijähriger Ausbildung können sie in meinen Dienst treten. So we read this at the beginning. It says, teach them what they were to do for these young men. Teach them to read and write the Babylonian language. The king also gave orders that every day they were to be given the same food and wine as the members of the royal court. After 3 years and so forth. Okay, then we come here. Daniel made up his mind not to let himself become unclean by eating the food and drinking the wine of the royal court. Now you went too far. I went too far. So we stop right here. Royal court, this court, not the one here, right? Okay. Das hört sich gar nicht so schlecht an. Doesn't sound too bad, does it? Ganz ehrlich, also wenn ich gerade irgendwo gefangen genommen wurde und jemand sagt mir, jetzt geht's zum König und du kriegst alles, was der König kriegt und du wirst hier voll, kriegst voll die Ausbildung und jeden Tag kannst du von den Festgelagen des Königs alles genießen. Just imagine, you're made a prisoner, but they say, you're going to be with the king, you're going to have all this great food, you're going to have all this great education. Hey, let it come, right? Das ist sogar ziemlich attraktiv, oder? That's really attractive, isn't it? Und wisst ihr, manchmal sind die Dinge nicht so offensichtlich, dass sie nicht gut sind. And sometimes it's not so clear that they're not, these things are not good. Die Kultur, in der wir leben, die Umwelt, in der du bist, oh Mann, die kann lecker aussehen. That's how the culture in which we live can be very, very attractive. Das kann wirklich, ja, gut aussehen. Okay, can look very good. Aber spannend ist, wie Daniel darauf reagiert. Well, what's very interesting is how Daniel reacted. Daniel nahm sich fest vor, niemals von der Speise des Königs zu essen und von seinem Wein zu trinken, denn sonst hätte er das Gesetz Gottes missachtet, das bestimmte Speisen für unrein erklärt. So Daniel made up his mind not to let himself become unclean by eating the food and drinking the wine of the royal court. Okay, damit will ich jetzt nicht sagen, Leute, es ist nichts, kein Wein und es kein Fleisch und so. I'm not saying you can't drink wine or eat meat, right? That's what I'm saying. Aber die Realität ist, jetzt, wo du mit Christus unterwegs bist, wird es Dinge geben, die dir in der Gesellschaft, in deiner Umfeld angeboten werden, die einfach nicht gut für dich sind. What I'm saying is that now, as you live with Christ, society is going to offer you things that aren't correct, that aren't right. Und es ist ein Versuch, dich zu erobern. And it's an attempt to conquer you. Und Kultur betrifft jeden. And we all are exposed to culture. Heute hat jeder Kultur in seiner Hosentasche. We all have culture in our pocket, of our pants pocket. Smartphone. Wisst ihr, wie viele Stunden im Jahr im Durchschnitt ein 19- bis 29-Jähriger vor so einem Digital-Content-Gerät verbringt? You know how many hours the average person between 19 and 29 spends with his phone, iPhone? Oh, phone? 2700 Stunden. 2700 hours! Und es gibt eine Studie, die im Vergleich sagt, in derselben Altersstufe, and there's a study that says that in that same age category, verbringen Leute ungefähr
110 Stunden mit Dingen, die mit Gott zu tun haben. They spend 110 hours with things that have to do with God. Du hast immer etwas dabei, was immer versucht, um deine Aufmerksamkeit zu kämpfen. So we're always being tempted to give our attention to something. Und das ist die Herausforderung. And that's the challenge. Die Antwort von Daniel war nicht, wenn man die Geschichte kennt, jetzt irgendwie sich zurückzuziehen und irgendwo einen kleinen Club von Exklusiven zu machen. Daniel's answer, if you know the story, wasn't trying to withdraw and hide in a little corner or something. Manche Gemeinden denken, das wäre die Antwort darauf. Wir machen jetzt hier ein kleines Jerusalem. Some churches believe that's the answer. We'll kind of do our own thing here. Wo alles perfekt ist. Where everything is perfect. Und mit der Welt da draußen haben wir nichts zu tun. And we keep the world outside and have nothing to do with it. Das war nicht der Fall. But that was not the case here. Letztendlich hat Daniel doch vom Tisch gegessen, aber nur Gemüse. Daniel did eat from the table, but only vegetables. Und Gott hat Daniel und seine Freunde an sehr einflussreiche Orte in der Gesellschaft gestellt. And God put Daniel and his friends in a very influential place in the courts. Aber es gab immer einen klaren Unterschied zwischen Daniel und seinen Freunden und Babylon. But there's always a very significant difference between Daniel and his friends and the others. Und mit dieser Geschichte im Hinterkopf gibt Petrus einen klaren Rat, wie wir als Exilanten leben sollen. And with this story in our minds, then Peter gives a very clear indication or clear lesson. Petrus sagt: Deswegen richtet euch daher ganz auf Jesus Christus aus. Lebt so, dass ihr für sein Kommen bereit seid. Bleibt wachsam und nüchtern und setzt eure Hoffnung völlig auf die Gnade, die er euch erweisen wird. Wenn er in seiner Herrlichkeit erscheint, richtet euch als gehorsame Kinder Gottes nicht mehr nach den eigensüchtigen Wünschen aus jener früheren Zeit, als ihr noch nichts von Christus wusstet. Der euch berufen hat, ist heilig. Und darum sollt auch ihr ein durch und durch geheiligtes Leben führen. Es heißt ja in der Schrift, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Führt daher, solange ihr hier noch im Exil lebt, ein Leben in der Ehrfurcht vor ihm. So Peter says, therefore with minds that are alert and fully sober, set your hope on the grace to be brought to you when Jesus Christ is revealed and is coming. As obedient children, do not conform to the evil desires you had when you lived in ignorance. But just as he who called you is holy, so be holy in all you do. For it is written, be holy because I am holy. Live out your time as exiles here in reverent fear of God. Das ist die Realität. Du wirst in deiner Lebzeit nie mehr ganz dazugehören. That's a fact. During your life, the rest of your life, you'll never really belong in this culture. Du wirst erst zu Hause sein, wenn du eines Tages im Himmel mit Jesus bist. You'll only really be at home one day when you are in heaven with Christ. Aber in der Zwischenzeit bist du hier im Exil. But in the meantime, you're in exile here in this world. Und in diesem Exil wird es dich versuchen einzunehmen und unbrauchbar zu machen. And in this exile, you'll be the people will try to conquer you. Und die Antwort darauf ist: Bleibt wachsam und nüchtern. And the answer to that is to says here, have minds that are alert and fully sober. Und setzt eure Hoffnung auf die volle Gnade, die Jesus Christus and hat. And set your hope in the grace that you'll receive when Jesus Christ returns. Lass mich den Sack zumachen. Is it worth it? Okay, lohnt sich das? Nee. Ja. Lohnt sich das, an so einem Ort zu gehen mit chaotischen Leuten, die alle Probleme haben? So is it worth it to live with people in a chaotic situation that have their problems? Lohnt es sich geistlich zu wachsen, wenn das doch mega anstrengend ist? Is it worth it to grow spiritually when it's really difficult? Lohnt sich das, ein Außenseiter zu sein, der vielleicht nie mehr ganz dazugehören wird? Is it worth it to be an outsider? Someone who really doesn't belong. Der zu gewissen Dingen einfach Nein sagen muss. Who always has to say no to certain things. Lohnt sich das? Is it worth it? Paulus hat sich diese Frage auch gestellt. Paul had an answer to this question. Und hat sie wie folgt beantwortet. And he answered in the following way. Ich bin ganz sicher, dass alles, was wir in dieser Welt erleiden, nichts verglichen ist mit der Herrlichkeit, die Gott uns einmal schenken wird. For I consider the sufferings of this present time are not worth comparing with the glory that is to be revealed to us. Und am anderen Vers sagt er, denn die Nöte, die wir jetzt durchmachen, sind nur von einer kleinen Last und gehen bald vorüber. Und sie bringen uns etwas, was von unvergleichlichem, viel größerem Gewicht ist. Eine unvorstellbare und alles überragende Herrlichkeit, die nie vergeht. And another place he says, for this light momentary affliction is preparing for us an eternal weight of glory beyond all comparison. Paulus hat ein Ziel vor Augen. Paul had a goal before his eyes.
eines Tages im Himmel im Paradies zu sein. To be in heaven one day, in paradise. Und dass das so viel besser sein wird als alles, was wir jemals hier erleben können. Be incredibly better than anything we know of here in this world. Aber jetzt bin ich nicht jemand, der Leute einfach nur auf das Jenseits vertrösten möchte. But I'm not somebody who just wants to kind of encourage people by telling them that one day they'll be in heaven. Wisst ihr, was das Paradies ist und was es war? You know what paradise is or was? Paradies war Spazierengehen mit Gott. Yeah, paradise is walking with God. Es war Gemeinschaft mit Gott haben. It's fellowship with God. Und das ist etwas, was wir nicht erst in der Ewigkeit in der Vollkommenheit haben werden. And that isn't something we're going to have someday in eternity. Sondern das ist etwas, was du heute erleben kannst. It's something that you can experience today. All das lohnt sich, weil du eine Beziehung und einen Alltag mit dem allmächtigen Gott haben kannst. And it's all worth it because you can have a relationship with God himself. Daily walk with God. Nicht nur irgendwann in der Ewigkeit. Not only one day in eternity. Sondern hier und jetzt. But right now and here. Alles andere lohnt sich nicht. Everything else is not worth it. Christ sein, um irgendwie moralisch unverwerflich, um irgendwie ein guter Mensch zu sein, lohnt sich nicht. Kind of be Christian in your way of acting and to be morally upright and so forth, it isn't worth it. Viel zu anstrengend, so in der Gemeinde zu sein. It's too difficult to be in the church. Aber es lohnt sich, weil du eine Beziehung mit Gott durch Jesus Christus but haben kannst. But it's worthwhile when you have a relationship with Jesus Christ. Und das ist das, was dir heute bezeugt. And that's what you're giving testimony of today. Dass es sich lohnt. That it's worth it. Vielleicht bist du heute hier. Maybe you're here today. Und du fragst dich immer noch. And you're still asking. Warum hatte der ein Bild von SpongeBob in der Predigt? Warum? Warum hatte er ein Bild von SpongeBob in der Predigt? Ach so, why that sponge? That thing. Why do you have a picture of that thing, sponge? Sponge, okay. Das ist nicht so wichtig. Ja. Yeah. Wichtig ist. Well, that's not so important. What is important? Dass du eine Beziehung mit Gott hast durch Jesus Christus. That you have a relationship with God through Jesus Christ. Es lohnt sich. It's worthwhile. Und vielleicht bist du heute hier. And why you're here today? Und du stehst direkt vor diesem Punkt, dich dafür zu entscheiden. Ah, and you're standing before this point where you can make a decision. Du verstehst vielleicht noch nicht alles. Maybe you don't understand everything. Du musst auch nicht alles verstehen. You don't have to understand everything. Ich verstehe auch nicht alles. I also, neither do I understand everything. Aber eins verstehe ich. But one thing I know. Es lohnt sich, ein Leben mit Gott zu führen im it's Alltag worth jeden it Tag. To live a life with Christ every day. Und wenn das dein Wunsch ist, if that's your desire, möchte ich für dich beten. I want to pray with you today. Lass uns die Augen schließen. Let's close our eyes. Keiner schaut links und rechts. Und ich möchte einfach für dich beten. Vielleicht bist du heute hier und du weißt, du brauchst eine Beziehung mit dem lebendigen Gott. Maybe you're here, you know that you need a relationship with a living God. Dann möchte ich dich jetzt ermutigen, dann sprich jetzt einfach in deinem Herzen. Then I want to encourage you to speak in your heart. Jesus Christus. Jesus Christ. Ich brauche dich. I need you. Ich glaube, dass du für meine Schuld gestorben bist. I believe that you died for my guilt. Ich möchte jetzt eine Beziehung mit Gott durch dich haben. I want to have a relationship with God through you. Ich möchte, dass du mich führst im Alltag. I want you to guide me in my daily life. Ich möchte, dass du mein Leben lang mit mir bist. I want you to be with me throughout my entire life. Ich möchte immer mehr verstehen, wer du wirklich bist. And I want to understand more and more who you really are. Und ich möchte für dich jetzt einfach beten. I want to pray for you now. Herr, du siehst die Leute, die jetzt hier sind und die vielleicht das gar nicht kennen, Alltag und Beziehung mit dir zu haben. Ich bitte dich wirklich, dass du dich ihnen offenbarst. Ich bitte dich, dass du ihnen ganz nahe bist und erfahrbar bist. Und ich möchte nochmal beten für die Täuflinge, dass sie das erleben, dass es sich lohnt, Christus zu bekennen und diesen Weg, dieses Lebensweg mit ihm zu gehen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Calling up.
the people one by one to be baptized. We're going to call, first of all, from the English-speaking congregation, we're going to call Lena. Please come up. Lena, we've chosen a verse for you. You can see it up on the screen there. From Romans 6:11, it says, in the same way, count yourselves dead to sin, but alive to God in Christ Jesus, which is what you're doing right now, right? Giving evidence that that has happened in your life. But I want to ask you, Lena, have you received Jesus Christ in your life as your personal Savior? Yes. What does Jesus mean to you? He's my life. And he's, can you say it right in here? He's my life, he's my friend, and he gives me eternal life if I believe in him. Okay, that's wonderful. I've had the joy of talking with this young lady, and I indeed believe that she is very serious about following Jesus Christ. Actually, doing what we talked about today, right, in the sermon. I saw you smiling down here, so that's really great. Good job, my good brother. Okay, Lena, then it's my privilege. Let's go like this, okay? Let's go like this. My privilege to baptize you, Lena, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Savior, he can move a mountain. My God is mighty to save. He is mighty to save. Über den nächsten Täufling freue ich mich auch ganz besonders. Und ich rufe einmal Michael Janek rum. Für dich haben wir folgenden Vers ausgesucht. Befreit aus der Hand unserer Feinde, dürfen wir ihm nun ohne Furcht dienen, in Heiligkeit und Gerechtigkeit, solange wir sind. Amen. Michael, fühlst du dich gut? Ja. Michael, glaubst du, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist? Ja. Habt ihr das gehört? Ja. Ja. Lauter. Glaubst du, dass Jesus Christus für deine Schuld gestorben ist? Ja. Möchtest du ihn ein Leben lang nachfolgen? Dann antworte ja mit Gottes Hilfe. Ja, mit Gottes Hilfe. Ja, das war eine gute Antwort. Michael, dann wollen wir dich jetzt aufgrund deines Glaubens und aufgrund deines Bekenntnisses taufen in den Tod und in die Auferstehung von Jesus Christus hinein. Amen. Amen. Bueno, ahora llamamos a Charlene y tenemos un versículo especial para ti que dice: Encomienda, Señor, tu camino, confía en Él y Él actuará. Hará que tu justicia resplandezca como el alba, tu justa causa como el sol de mediodía. Bueno, yo debería poner esto a mi altura, pero estar mojado y tocar esto no. No es lo mío, así que me pongo que sea de punta de pie. Charlene, ¿crees que Jesús es tu Señor y Salvador? Sí. ¿Crees que bautizarte es un mandato que Él te dejó? Sí. ¿Lo haces voluntariamente? Para mí es una alegría que hoy Charlene esté aquí, poder compartir con ella este momento. Y como iglesia, vamos a bautizarlos, vamos a bautizarla y vamos acompañarla en este hermoso momento, que es bautizarla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar. I ask Brittany, please. Brittany, we've selected this Bible verse for you. Philippians chapter 4, verses 13. The Bible says, I can do all things through him who gives me strength. Amen. Brittany, it's a joy to have you here
with us today because of what this means. Brittany, just get a bit closer to this. You won't get electrocuted, no problem. At least I never have yet, so it's okay. Brittany, do you believe that Jesus is the Savior of the world? Yes, I do. Do you believe he's died for your own personal sins? Yes. Have you accepted that forgiveness that he offers you? Yes, I do. So where is Jesus right now in terms of you? Yes, in my heart. In my heart. Is that right, folks? So it gives me great joy to be able to baptize you now, and I do so in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Savior, he can move a mountain. Als nächstes rufe ich Yasin. Dein Vers lautet: Seid fröhlich in der Hoffnung darauf, dass Gott seine Zusagen erfüllt. Bleibt standhaft, wenn ihr verfolgt werdet, und lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Wie fühlst du dich, Yasin? Gut? Ja, sehr. Yasin, glaubst du, dass Jesus Christus für deine Schuld gestorben ist? Ja. Möchtest du ihn ein Leben lang nachfolgen? Dann antworte: Ja, mit Gottes Hilfe. Ja, mit Gottes Hilfe. Habt ihr das gehört? Ja. Dann taufe ich dich jetzt aufgrund deines Bekenntnisses und deines Glaubens in den Tod und in das Leben von Jesus Christus hinein. Ahora viene Lorenzo. Hemos elegido un versículo para ti. Jeremías 17:7. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en él. Será como árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente y no teme que llegue el calor. Sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Para mí es una alegría poder bautizarlo porque estamos bautizando una familia hoy. Así que eso es una verdadera alegría. Lorenzo, esta vez digo bien el nombre porque el otro día oré por él y lo dije mal. Pero bueno, la bendición llegó igual. Amén. ¿Crees que Jesús es tu Señor y Salvador? Sí. ¿Quieres bautizarte como mandato que Jesús nos dejó? Sí. Me encanta porque es un paso más en su vida espiritual y veo cómo va dando pasos hacia adelante. Entonces, como iglesia, te vamos a acompañar en este momento para bendecirte y para hacer más grande nuestra familia. Amén. Como Jesús es tu Señor y Salvador, cumpliendo su mandamiento, todos nosotros te bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cristo puede mover montes. Solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar. Freue ich mich noch, einen anderen besonderen Mann Gottes nach vorne zu rufen, Ruben. Ruben, dein Psalm lautet: Ich aber bin gewiss, dass ich am Leben bleibe und sehen werde, wie gut es Gott mit mir meint. Vertraue auf den Herrn, sei stark und mutig. Vertraue auf den Herrn. Amen. Ruben, glaubst du, dass Gott es gut mit dir meint? Ja. Glaubst du, dass Jesus Christus für deine Schuld gestorben ist? Ja. Möchtest du ihn ein Leben lang nachfolgen? Dann antwortete: Ja, mit Gottes Hilfe. Ja, mit Gottes Hilfe. Ruben, dann taufe ich dich aufgrund deines Glaubens und deines Bekenntnisses in den Tod und in die Auferstehung von Jesus Christus hinein. We want to pray for those who have been baptized. I'd ask them to come forward to stand up on the stage here.
Wir wollen beten für die, die getauft wurden. Just want to ask God to guide their lives and to fill them with joy as they begin this new stage in their Christian walk. Einfach für Gottes Führung und seinen Heiligen Geist bitten. Let's pray. Lass uns beten. Heavenly Father, thank you for this wonderful day. Thank you because you have manifested yourself among us today. Herr, danke für diesen wunderbaren Tag. Danke, dass deine Gegenwart mitten unter uns spürbar war. And Father, we want to pray that each of these individuals who have been baptized. Und Herr, wir möchten beten für jeden Einzelnen, der heute getauft wurde. Would take this occasion to confirm their commitment to follow you. Dass sie diesen Anlass heute nehmen, um ja, das wirklich nochmal zu bestätigen, dass sie dir nachfolgen wollen. May they leave this building saying, I belong to Christ. Dass sie heute dieses Gebäude verlassen und wirklich sagen können, ich gehöre zu Christus. And I will live for him. Und ich werde für ihn leben. Bless each one, Father. Segne jeden Einzelnen. Fill them with the joy of the Lord. Fülle sie mit der Freude des Herrn. And may this indeed be a day of joy for all of the church. Und lass diesen Tag wirklich eine große Freude für die ganze Gemeinde sein. We pray it in Jesus' all-powerful name. Und wir beten in den allmächtigen Namen von Jesus. Amen. Amen. Just one announcement I need to make today for the IBC members. Next Sunday, following the church, I'm calling a special meeting. We need to talk about a couple of issues, and you're invited after the meeting next Sunday. Okay, just information. Also, okay. Not you don't want a second Baptist coming in. Ich bitte einfach nochmal. Yeah, why don't you pray? Okay. Auf Deutsch oder? Pues yo también puedo orar en español para ellos. Okay. Señor Jesús, te damos gracias por este día. Herr Jesus, wir danken dir für diesen Tag. Gracias por esta fiesta que son los bautismos. Danke, dass wir heute diese Taufe feiern dürfen. Gracias porque han decidido dar un paso más en su vida espiritual. Danke, dass sie heute einen weiteren Schritt in ihrem geistlichen Leben gehen dürfen. Como iglesia los encomendamos a ti. Als Gemeinde kommen wir vor dich und bringen sie vor dich. Para que puedan seguir tus pasos. Dass sie weiterhin deine Schritte gehen können. Para que construyan su vida sólida en ti. Dass sie ihr Leben ganz auf dich bauen, Jesus. Y para que puedan ser de testimonios a otros. Und dass sie wirklich ein Zeugnis und ein Vorbild für andere Menschen sein dürfen. Gracias por el enorme privilegio. Danke für dieses enorme Privileg. De poder ser su iglesia y su familia. Dass wir ihre Gemeinde und ihre Familie sein dürfen. En el nombre de Cristo Jesús. In dem Namen von Jesus Christus. Amen. Amen. Noch ein Pastor, der betet. Steht bitte auf, wir wollen Gott um seinen Segen bitten. Lieber Vater, wir danken dir für diesen großartigen Gottesdienst, dafür, dass wir Zeugen sein durften dessen, was du im Leben Einzelner tust. Vater, wir sind chaotische Leute in einer chaotischen Gemeinschaft und du bringst Frieden hinein. Herr, wir sind uns dessen bewusst, dass das Wachstum Schmerz bedeutet, dass geistlich zu wachsen Schmerzen bedeutet und dass wir vielleicht ja, als Außenseiter irgendwo in der Ecke stehen werden. Und dennoch bitten wir dich, dass du es uns schenkst, dass wir klar und deutlich erkennen können, dass es sich lohnt. Dass es sich lohnt, weil wir mit dir unterwegs sind. May the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Que el Señor les bendiga, que tengan una buena semana. Váyanse en paz. Amén. Alaba a Adonai y que toda su creación, cada pueblo y nación cante a él.